So, ich habe euch hier mal wieder etwas Neues mitgebracht. Ein neuer Sender, eine neue RC-Fernbedienung von Apsima, die CR4T Ultimate. Die werden wir heute mal auspacken und uns mal genau anschauen. Oder machen wir mal den Karton auf. Und dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir schon das erste, den Empfänger waterproof, also der ist komplett wasserdicht. Da ist auch der Bindstecker mit dabei und eine Antenne und ein paar zwei Stück Verlängerungen. So, hier haben wir eigentlich das eigentliche Prachtstück. Dann haben wir hier den Sender von Apsima. Wir schauen uns den mal von außen an. Hier haben wir den üblichen Drehregler mit Schaumgummi und so einer Felgenoptik. Dann das Riesendisplay. Hier ist da einen Ausschaltknopf und man kann das Ganze auf Linkshänder umbauen. So, schauen wir, was wir noch hier dran haben. Also hier üblicherweise das Akkufach, ne? 3 AA-Batterien, das sind jetzt hier Akkus, die sind auch im Lieferumfang dabei. Dann haben wir jede Menge Regler, Drehregler und Knöpfe, die man alle frei belegen kann im Menü vom Display. Haben wir hier drüben die Regler, das ist eigentlich jeweils ein Regler, der dreht sich auch auf der anderen Seite. Hier ist so ein Knopf, hier ist einer und dann haben wir hinterm Drehrad noch Einstellmöglichkeiten, wo man die Knöpfe noch belegen kann. Was das Gute ist, das ist natürlich ein Touch-Display und wir haben hier noch ein Pen zum Bedienen des Displays. Sie liegt sehr gut in der Hand natürlich, ist auch jetzt nicht schwer. Wir haben hier auch noch ein Ersatzhandgriffstück, ein USB-Kabel für Software-Updates, für Firmware-Updates und drei Sensoren. Ein Voltage-Sensor, Temperatursensor, Drehzahlsensor. Also dreimal Telemetrie, die man mit anschließen kann, wer das braucht. Schalten wir mal das Display ein. Jetzt schauen wir uns mal das Menü an. Hier haben wir die Anzeige für die Lenkung. Man sieht, bewegt sich nach links und rechts. Das kann man dann alles noch mit der Trimmung einstellen. Das ist jetzt alles auf Standard eingestellt. Dann haben wir noch für den Gashebel die Anzeige. Hier sind noch zwei Anzeigen frei für jeweilige Belegung. Und auch am Gasregler haben wir hier unten eine Schraube, wo wir den Hebel noch einstellen können. Gehen wir mal ins Menü rein. Hier haben wir alle üblichen Einstellungen, die man so kennt. Reverse. Die Endposition, Subtrim, ABS haben wir dran. Wir haben hier sämtliche Einstellungen. Steering Exponential, Speed, Steering Mix. Gehen wir mal zurück. Dann können wir hier einfach mit wischen. So, hier haben wir noch die Einstellung für das Modell, den Modellnamen. Hier ist erstmal alles Standard eingestellt. Hier können wir sämtliche Knöpfe und Regler
belegen mit einer Funktion, die wir brauchen. Wir haben ja in dieser Fernsteuerung in dem Display-Menü alle Einstellungsmöglichkeiten, die man so braucht an so einer Steuerung. Zum Beispiel den Reverse-Modus. Wir haben den Subtrim, End-Position, Steering, External, Steering Speed, Steering Mix, Throttle. Wir haben ABS dran. Wir haben den Throttle Speed und was ich genial finde, man kann hier in diesem Menü sich den Servo anschauen, in welcher Position sich der Arm befindet und man kann das hier einfach mit dem Stift oder mit den Fingern einstellen und sieht dann, welche Position dieser Regler hat, welche Position der Servo hat und man kann hier auf den Knopf einfach alles wieder zurücksetzen, das finde ich genial. Dann gehen wir mal ins nächste, einfach zur Seite wischen und dann kommen wir in das nächste Feld. Hier haben wir zum Beispiel noch den Boot-Modus, Braking Mix, Display-Servos. Hier sehen wir die Position der Hebel an den Servos und können hier alles einstellen. Wenn wir den Gashebel bedienen oder das Lenkrad, dann sehen wir, auf welcher Position es ausschlägt. Wenn man dann alles eingestellt hat, kann man das hier genau sehen. Wir haben hier das RX-Setup, wo wir den Receiver binden können. Wir haben hier die Anzeige für schwache Batterie, dass ein Alarmsignal erscheint. Wir haben hier den Failsafe-Modus drin, denn der Empfänger ist Failsafe-fähig. Hier können wir alle Einstellungen vornehmen. Und wir haben hier natürlich noch das System. Hier können wir einstellen, wann das Hintergrundlicht ausgeht, welche Helligkeit die Hintergrundbeleuchtung hat. Wir haben hier alle System-Sounds, die so ein professioneller Sender haben muss. Ihr könnt hier alles machen. Es würde jetzt ewig dauern, das alles durchzugehen, aber ihr habt alle Einstellungsmöglichkeiten und das ganz einfach, weil ihr auch hier euch diesen Servo anzeigen lassen könnt. Auf diesen Knopf könnt ihr natürlich alles wieder zurücksetzen, ganz einfach. Ihr könnt das mit den Fingern bedienen oder mit dem Stift, ganz einfach. Den Sound könnt ihr auch ausstellen, aber ansonsten hat das Teil alles dran. Und es hat ja hier noch den USB-Anschluss. Da könnt ihr die Firmware immer updaten, wenn eine neue erscheint. Das war's, was ich euch über den Sender zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen bei eurer Kaufentscheidung für einen neuen Sender. Also die Apsima CR4T ist wirklich genial. Es ist eigentlich so mit der geilste Sender, den ich bis jetzt hatte. Und ich werde sie für mein Lucy DBXL verwenden. Vor allem das Geniale, dass der Empfänger wasserfest ist. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.